Willkommen beim Steckerchecker-Update. Ab jetzt werden wir euch hier jede Woche vorstellen, was aus unserer Sicht die spannendsten Geschichten, Gerüchte, Produktvorstellungen aus der Elektro- und Tech-Welt sind. Neuer Steckerstandard. Im Netz sind erste Bilder einer neuen U-Sync-Box mit HDMI 2.1 aufgetaucht. Mit der U-Sync-Box könnt ihr euren Fernsehinhalt mit Lampen und Lichtschläuchen von Philips Hue in eurem Raum synchronisieren und so noch stärker in das Film- und Gaming-Erlebnis eintauchen. Allerdings ist es so, dass wenn ihr die neueste Konsolengeneration und deren neuen Technologien nutzen wollt, ihr das noch nicht mit der aktuellen U-Sync-Box machen könnt, denn diese hat kein HDMI 2.1, was der neue erforderliche Steckerstandard hier ist. Nun sieht es aber so aus, als wenn bald die neue Box mit neuem Standard im Handel erhältlich sein wird. Alle warten auf Meta. Es sollte der große Wurf im Smart-Home-Bereich werden. Ein lizenzfreier Standard, unter anderem mitentwickelt von Apple, Google, Amazon. Alle Geräte im Smart-Home sollen miteinander mit diesem neuen Standard kommunizieren können. Tja, der groß angelegte Start für Frühjahr 2023 verlief allerdings mehr als holprig. So musste Apple mehrmals ein iOS-Update wieder zurückziehen, da plötzlich überhaupt nichts mehr im Smart Home funktionierte. Ja, und auch Philips Hue hat jetzt angekündigt, dass das Update ihrer Bridge auf den neuen Meta-Standard auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Hoffen wir, dass sich hier das alte Sprichwort bewahrheiten wird: Was lange währt, wird gut. Smarte Schalter aus dem Meer. Auch automatisiertes und smartes Licht will man manchmal einfach mit einem Schalter ausschalten können. Und da gibt es jetzt auch neue Schalter, die endlich mal nachhaltig sind. Denn von der Firma Merten gibt es nun die Ampure Ocean Plastic Serie für Lichtschalter und Steckdosen. Und diese sind aus ausrangierten alten Fischernetzen gebaut. Das Gute an den Schaltern und Steckdosen von Merten ist übrigens, dass es die direkt mit integrierter, hauseigener Wiser Smart Home Technologie gibt. Habt ihr dann das Wiser Gateway, könnt ihr die Schalter aus der Entfernung schalten und von den Steckdosen sogar den Stromverbrauch messen. Das Gateway bekommt in Zukunft übrigens auch ein Meta-Update. VR-Brillen und Computer, die teurer sind als Kleinwagen. Kommen wir zum König der Gerüchteküche, Apple. Diese haben vor kurzem die Einladung zur Worldwide Developers Conference 2023 verteilt. Eine Veranstaltung, auf der ich persönlich noch in 2008 war und damals Steve Jobs auf der Bühne erleben durfte. Schaut man sich die Einladung für dieses Jahr an, sieht es doch sehr verdächtig nach einer Fresnel-Linse aus. Diese findet man in aktuellen Virtual Reality Headsets und somit liegt es nahe, dass auch Apple auf dieser Messe nun ihre Virtual Reality Lösung vorstellen wird. Hier wird es spannend, ob Apple es wie bei der Apple Watch oder dem iPad wieder schaffen kann, eine Technologie aus der Nische in den Mainstream zu bewegen. Sollte Apple also wirklich die Virtual Reality Brille vorstellen, bleibt wenig Platz für weitere Hardware-Ankündigungen, so gerne wir auch einen MacBook Air mit 15 Zoll gesehen hätten. Doch ich erwarte, dass zumindest der Mac Pro erwähnt wird. Dieser ist nun wirklich überfällig, seinen Apple-eigenen Prozessor zu bekommen. Sollte das eigentlich schon vor über einem Jahr passiert sein. Und außerdem hat Marcus Brownlee auch auf Twitter unlängst nochmal bewiesen, wie schlecht die Preis-Leistung beim Mac Pro aktuell ist. So kann man ihn sich für $52.000 konfigurieren und kaufen. Und wenn man ihn am nächsten Tag bei Apple in Zahlung geben möchte, gibt Apple einem dafür $970. Diese Newsfolge wird euch präsentiert von den Elektroexperten vom E-Partner Webshop. Dort startet nun die Frühlingsaktion mit jede Menge Angeboten rund um das Thema Outdoor und Garten. Schaut doch einfach mal vorbei unter www.e-partner-webshop.de. Zum Schluss noch zwei kleine Meldungen zu Autos mit Steckern. Ein erster Designprototyp vom neuen Tesla Model 3 ist aufgetaucht. Die Schnauze ist nun wesentlich schlanker geworden und es sieht so aus, als wenn die Scheinwerfer im Stile des Model S verbaut werden. Wann wir diese Version des Model 3 auf der Straße sehen, ist allerdings noch offen, denn bei Tesla gibt es keine Modelljahre wie bei anderen Herstellern. Stattdessen werden Veränderungen einfach nach und nach in die Produktion mit eingebunden. Auch VW hat seinen Tesla Model 3 Konkurrenten ins Rennen gebracht, den ID.7. In der Top-Konfiguration schafft dieser sogar eine Reichweite von 700 Kilometern. Was der Spaß kostet, wollte VW uns aber noch nicht verraten. Da sind wir auch schon am Ende unserer ersten Update-Folge.
Damit ich euch auch in Zukunft mit Nachrichten versorgen kann, abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like da. Und falls ihr noch Themenvorschläge habt, worüber ich in Zukunft gerne noch mehr hier berichten soll, dann lasst doch einfach einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, bye bye, euer Steckerchecker.